Recht herzlich willkommen zur 58. Folge von Factorio. Ja, wir sind im Spiel, haben letztes Mal Eisen geholt und auch Kupfer und sind jetzt fröhlich am Produzieren. Hier sind schon wieder 16, 17 dazugekommen. Das ist gut so. Ja, müssen wir gucken, dass das jetzt fertig wird. Da läuft... Zur Frage, ob überall passend da ist. Es fehlt hier der Stahl gerade in diesem Moment. Wir könnten eigentlich mehr laufen, ne? Hier fehlt auch Stahl. Da ist wiederum Stahl da. Ne, da wollte ich hier. Nehmen wir da mal die Hälfte raus und packen die Hälfte dann da rein. Und hier nehmen wir auch noch ein bisschen rein. Und dann packen wir die 12 noch dahin, dann geht das da auch weiter. Gut, dann müssen wir zuschauen, dass wir da jetzt reichlich dazu bekommen, ne? Wir haben ja ungefähr die Hälfte gehabt. Und zwar noch ein paar kaputte. Und 2500, ne? Was macht so ein Ofen hier? Der macht zurzeit jetzt Kupferplatten. Weil wir die Stahlplatten rausgenommen haben. Was macht der? Der macht jetzt auch Kupferplatten. Und der läuft dann noch, oder? Der hat da Eisenplatten dran, die gebe ich ihm dann nochmal rein. Dann kann der Stahlträger machen. Gut. Lassen wir zu weit weg, um da reinzugucken, aber da läuft auch noch alles. Gut. Hier sieht es ein bisschen mau aus, weil er keine Stahlträger hat. Und der hat auch keine Stahlträger. Wie sieht es da oben mit denen aus? Ach, hier ist auch noch einer, machen wir erst den unteren. Der hat einen Stahlträger, sonst nix. Einen Stahlträger, da sind Stahlträger. Dann packen wir die da rein, dann kann der schon wieder was machen. Und hier oben, wie läuft's hier oben? Stahlträger, Kupfer. Kupfer habe ich nicht mehr dabei. Da oben kann ich nicht so weit gucken jetzt, aber... Der könnte produzieren oder fehlt Stahlträger wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Jetzt haben wir da alles liegen. Hier läuft auch noch was. Wie viel ist denn im Anhänger noch drin? Okay. Passt. Was macht er hier? Nix. Wir müssen noch Stahlplatten machen, oder? Der macht auch nichts. Der hat aber Stahlplatten drin. Macht daraus aber keine Stahlträger. Warte, dann nehmen wir die Stahlplatten raus. Jetzt macht er was mit Kupfer. Gut. Den haben wir schon produziert. 47. Naja, ist das nicht das meiste. Aber auf jeden Fall läuft was, ne? Da werden Stahlträger gemacht, ne? Ich glaube ja, ne? Irgendwo wurde geschossen. Ja, der macht Stahlträger. Also gut. Ja, hier läuft alles soweit noch. Mal gucken, wie weit der Zug ist. Der will noch entladen. Kann aber nicht mehr lange dauern. Dann müssen wir wieder Nachschub holen eigentlich. Ja, Kupferplatten sind dann wieder gleich rar, ne? Da fehlt alles. Ja, hier oben fehlen die Kupferplatten. Aber jetzt werden hier die Kupferplatten gemacht. Dann sollten hier auch wieder Munitionsstücke gemacht werden.
Da wird's gleich geben. So ist nicht. So, ich glaube, hier ist jetzt leer, ne? Genau. Das bedeutet, wir steigen mal ein und fahren mal hoch. Holen Nachschub, würde ich sagen. Jetzt fahren wir hier rückwärts im Dunkeln. Wir fahren erst rechts rein und holen das Kupfer da weg. Gibt es hier noch Kupfer? Ja. Weil die Kiste ist dann gleich leer, ne? Oh. Kriegen wir hier noch eine zweite Kiste hingebaut? Das ist eine Frage, ne? Kiste wäre nicht das Problem. Machen wir gerade. Setzen wir da hin. Dann brauchen wir noch Roboter. Befeuerter. Elektrischer. Kriegen wir aber nur einen hin. Ach Gott, da war die falsche Taste eben. Drehen. Ja, falls da was durchkommen sollte, ne? Aber so wie es aussieht, ist der andere so fix. Ups, das war eine doofe Idee. Klappt schon, ne? Und dann können wir gleich runterfahren, ja. Ist noch schnell unterwegs. Aber gleich vorbei. So, das bedeutet jetzt, dass er fertig ist. Und dann fahren wir da runter und holen noch Eisen. Gut. Auf geht's, da sind wir schon. Und stopp. So, da wird entladen. Hier ist fast kaputt, ne? Könnt ihr was bauen? Ne, ich hab keine. Doch. Da hätte ich, aber es geht nicht, ne, oder? Ne, reicht nicht. 5 bräuchte ich. Ich glaube, das können wir auch so hier füllen und dann zurückfahren. Da brauchen wir nicht mal da oben vorbei. Da war doch reichlich dann jetzt drin. Der letzte, der nimmt direkt ab, ne? Der hat keine Kiste. Oder gehen die Kisten gerade kaputt? Weiß ich nicht. Voll. Zurück. Zurück an unser Zielort. Der da oben packt noch die Kiste aus, ne? Ich glaube, so ist unsere Lok nicht dran, ne? Mit der Kohle. Passt also. Gut, okay, da wird weiter entladen, hier wird weiter produziert. Gucken wir unten rein, jetzt ist nur noch Kupfer hier im Umkreis. Kommt auch gerade nichts durch. Doch, kommt. Da ist irgendwie, was war das, ein Förderband? Keine Ahnung, warum jetzt ein Förderband noch durch die Gegend läuft. Vielleicht war das irgendwie ein vereinzeltes Teil. Jetzt fehlt es irgendwie an Eisen, ne, das wird auch gemacht. Da werden gerade Eisenplatten hergestellt. Die werden hier rausgenommen und da reingetan. Ja, wird produziert.
Oh, da geht's mit Eisenplatten jetzt auch weiter, weil wir da gerade dran gegangen sind. Was macht er hier? Das haben wir hier befeuert. Gut. Sieht aber relativ gut aus, dass es läuft. Wieder 20 drinne. Dauert natürlich eine Ewigkeit, bis die 2250 da jetzt fertig sind, ne? Müssten wir noch schneller werden? Gute Frage, ne? 1400 haben wir jetzt. Das sind noch 1100. Das ist noch eine verdammt lange Ecke. Eisenplatten und Stahlträger fehlen auch noch. Ja, müssen wir gucken, ne? Wo hapert sind zurzeit dran, ne? Ein Stahlträger eigentlich, ne? Ja. Stahlträger produziert nur er hier zurzeit. Obwohl hier oben werden auch welche gemacht. Kupferplatten sind gerade nicht im Angebot. Da ist gar nichts im Angebot. Ja, Kupfer. Hat er denn nix? Jetzt holt er da ein paar Kupferplatten raus. Und die kriegt er hier unten, ne? Ist gerade so ein bisschen schlecht am Laufen, ne? So, wie soll man sagen? Nicht organisiert. Was hat er denn vor? Nix. Der hat einen Arm für Kohle holen und hier den Arm. Was holt der denn? Eisenerz. Da unten gibt es kein Eisenerz mehr, dann kann er das auch nicht holen. Das bedeutet, den müssen wir da oben einsetzen, ne? Und? Da liegt jetzt das und er holt es aber nicht. Holt das nicht, weil er es nicht erreichen kann, oder? Ach so, ist aus. Okay. Nimm mal beides. Pack mal beides rein. Dann ist er hier auch schneller unterwegs, ne? Weil da brauche ich mal 5. Ah, er hat jetzt dann ungefähr das da drinnen, ne? Oh. Da wurde hier vorne geschossen, ne? Sind die hier so weit runtergekommen? Ich habe jetzt noch so viel in der Kiste, tatsächlich. Das ist erledigt, gut. Und jetzt sind die dann gefragt und die Kiste ist voll. Passt aber alles. Alles gut. Kupfer sieht es gerade nicht so doll aus, ne? Was packt er denn da rein? Ach, Stahlträger. Stopp, Stahlträger machen wir nicht. Krieg ich das denn jetzt weg? Ah. Ja, jetzt ist er weg. Ist nämlich schlecht, wenn er die Stahlträger da rausnimmt. Die haben wir ja gerade erst geholt. Da ist nichts Besonderes drin, obwohl ich die jetzt ganz gerne gerade mal da oben reinlegen würde. Es werden ja noch weiter Stahlträger produziert. Aha, hier war ein Angriff. Okay. Die ganzen tun wir mal da rein. Das Fließband ist kaputt.
So, jetzt läuft die Kohle wieder. Wenn aber da was angegriffen wurde, das ist ja besonders schlecht, ne? Da müssen wir dann mal aufpassen. Haben wir die jetzt vielleicht von da oben mitgezogen oder so? Das könnte natürlich auch sein. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist das Auto, ja, das wollen wir nicht reingucken, wenn wir einsteigen. Das Auto fahren wir dann doch mal besser Richtung Gestützturm, oder? Na komm, wir müssen mal gerade außen rumfahren dann. Fahr den mal da runter. Den parken wir dann mal hier. Oder da parken wir den. Dann gucken wir mal gerade rein. Munition ist hier 99. 98. Da sind wir zu weit weg, wenn wir wieder näher ranlaufen. Ja, das ist noch auf jeden Fall genug vorhanden. Das Auto lassen wir da stehen. Gut, okay, das funktioniert soweit. Hier wird auch wieder feste reingemacht, oder nicht? Ja, es kommt auch nach. Okay. Soweit, so gut. Packen wir da oben. Nee, da oben müssen wir jetzt nicht mehr hin. Das Auto steht ja jetzt hier. Packen wir da nochmal 200 rein. Dann brauchen wir weniger weh. Sag schon. Komm, das sehen wir so genau. Jetzt brauchen wir noch 1027. Quack, falsche Taste. Entern. Vorne am Rad hängen geblieben. 1027 brauchen wir noch. Dann sind wir durch. So, wir haben schon wieder. Gut, okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.